Mahlzeit, kommt mir nicht zu nahe, ich bin noch ein bisschen krank. Kein Wunder bei dem Wetter. Zeit, dass ich mich erstmal hinflack. Oh, das gesegnete Wasser. Oh, mich schön auskurier. Boah, hier in diesem schönen weichen Bett wird mir sicherlich nicht schwer fallen. Verschiedene Lagen an weichen Daunen machen es mir sehr einfach, mich schnell zu erholen. Okay, schon besser. Es muss nur noch ordentlich die Sonne runterknallen und dann wäre ich bestimmt schnell genesen. Wegen irgendwas sollte ich doch nochmal zur Satoras. Boah. Ich lache wie so ein Kettenquarzer. Zum Glück nicht viele Dialogoptionen. Welches arme Schwein habt ihr in den Sumpf geschickt? Sein Name war Lance. Sein Name war Lance. Er ist nicht sehr weit gekommen. Tja. Wo werde ich eine Banditenrüstung finden, die mir passt? Im Westen scheint es ein Lager der Piraten zu geben. Soviel wir wissen, stehen sie in Kontakt mit den Banditen. Ich denke nicht, dass sie dich angreifen werden, wenn du zu ihnen gehst. Vielleicht kannst du bei ihnen Hilfe finden. Tja, das ist natürlich ein Wink mit dem Zaunpfahl. Nefarius erzählte mir von einer Flut. Die war gerade schon da. Es steht geschrieben, dass Adanos selbst vom Himmel herabstieg, um die Ungläubigen zu strafen und sie ins Reich der Toten zu verbannen. Entfacht von seinem heiligen Zorn ließ er das Meer auf die Erbauer dieser Stadt herabfallen und fegte sie hinfort. Der Sumpf im Osten ist noch ein Zeuge dieser Ereignisse der Vergangenheit. Die ganze Zeit wird in Zusammenhang mit den Göttern das Wort Zorn erwähnt, finde ich aber geil. Hier schon wieder. Was kann Adanos so zornig gemacht haben? Weil Zorn. Der Tempel dieser Stadt war einst ein großes, strahlendes Bauwerk. Alle verehrten ihn und beteten zu unserem Gott Adanos. Mhm. Rademis, der Sohn des Feldherrn Quahodron, entweihte den Tempel. Einer nach dem anderen verfiel daraufhin dem Bösen. Ich vermute, das konnte Adanos ihnen nicht verzeihen und seine Rache kam über das Land. Umso wichtiger ist es, dass wir Raven aufhalten. Er ist im Begriff, genau das Gleiche zu tun. Das werde ich nicht zulassen. Ja, Reliquien, das ist alles noch... Okay, wie viele Lernpunkte? Null. Da kann ich natürlich Adanos auch... Adanos möge dich schützen. Natürlich auch. Da kann ich natürlich skilltechnisch nicht... Da joggt er schnell an eine Position, ja, so wie ich es sehe. Nö, 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 nö. Na, Mix hier. Ja, wenn ich einen Geist sehe, sehe ich Bescheid. Da habe ich ja beim letzten Mal schon seine Opa-Lache für abgesahnt. Wobei, heute bin eher ich der mit der Opa-Lache, muss ich ja schon zugeben. Ne? Den mache ich eigentlich auch gern, der ist immer netter im Breordian. Vor allem, der hat den coolen Cowboy-Bart. Hast du das hier erwartet? Auf keinen Fall. Ich bin überwältigt, wie groß die Stadt gewesen sein muss. Die meisten Gebäude sind unter Stein und Erde verschüttet, aber die Ruinen, die die Zeit überdauert haben, sind über das ganze Land hier verteilt. Die sind fett. Es müssen Tausende gewesen sein, die hier gelebt haben. Tja, dann sag mir mal eins, Junge. Was werde ich da draußen finden? Im Osten gibt es eine große Festung in einem riesigen Sumpf. Soweit wir das von hier aus beurteilen können, haben sich die Banditen dort verschanzt. Wenn ich du wäre, würde ich nicht darunter gehen. Sie haben viele Vorposten und Wachen aufgestellt. Du meidest besser den Sumpf, bis du mehr Erfahrung hast oder einen Weg findest, die Banditen zu umgehen. Im Westen haben wir einige Piraten entdeckt. Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, sie haben uns entdeckt. Scheint sie aber nicht sonderlich zu stören, dass wir hier sind. Ja, Piraten mögen ja auch Wasser, wegen Meer und so weiter. Ihr seid Wassermagier. Fühlt ihr die Verbindung, ja? Erzähl mir mehr über diese Gegend. Was willst du wissen? Boah. Ja, was ist im Norden, was im Osten? Langweilig, das finde ich alles selber raus. Okay, Karte. Gibt es eine Karte dieser Gegend? Kronos hat eine angefertigt. Er überlässt sie dir bestimmt. Ist klar, dass ich dafür jetzt kaufe. Da werde ich mir schön auf anderem Weg eine organisieren. Kannst du mir deine Fähigkeiten beibringen? Ich kann dich in der Kunst der Alchemie unterrichten. Und ich kann dir zeigen, wie du deinem Irrlicht beibringst, nach Gegenständen zu suchen.
Das ist zwar so richtig Verschwendung von Lärmpunkten, aber ich find's geil, dass es geht. Vielleicht mache ich es aus Fleiß, einfach nur, um die Leute zu provozieren, die dann schreiben, oh nein, so eine Verschwendung, du brauchst nur so und so viel tausend Lärmpunkte für dies und das. Das kann Lehre ich mich die Kunst des Tränkebrauens. Was willst du brauen? Geil, so geil. Was willst du brauen? Voll geil, wie der das fragt. Ja, der allerhand leckere Gebräu kann mir beibringen, aber nicht jetzt. Dieser Tag ist nicht heute. Oh, hier wird schwierig, die ganzen Pflanzen zu finden zwischen all dem Dickicht. Ein Fackel, hier ist auch noch mal ein Bett. Was die Wassermagier schon in den ganzen Ranzbetten da drüben alles belegt haben sollten. Oh, zum Glück sind die Dunkelpilze hier so schön blau leuchtend. Da erkenne ich die nämlich sofort. Auf 1000 Meter gegen den Wind. Und das kann ruhig ein starker Wind sein, ne? Nicht so eine sanfte Brise. Nein, ein Orkan, okay. Boah, ich höre da unten, höre ich schon. Oh, hier gibt's Krabbelzeug in allen möglichen Variationen. Das rührt mich an Skandinavien. Einer von meinen Kumpels, mit denen ich da unterwegs war, ist so ein Berliner, der so geile Sprüche raushaut. Der hat sich drüber aufgeregt, dass die Spinnen dort so schön bunt sind und in Deutschland nicht. So, ich sehe Spinnen in den schönsten Farben. So witzig. Ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. Vielleicht habe ich schon mal erzählt, aber... Der hat sich halt direkt, der hat immer so leicht cholerisch alles artikuliert. So, zack. Hier ist nochmal ein Dunkel. Oh, Alter, die Textur hier ist doch eine Verarsche, so scharf ist sie. Ja, da bin ich stolz drauf, euch die präsentieren zu können. Ja. Stolz. Ich bin kein unbeteiligter Präsentierer, sondern ich... Erfüllt mich mit Stolz, Pride. Ja? Oh, da hinten sehe ich schon direkt die nächsten. Und die Sounds hier auch, dieses Grillengezirpe und alles. Jetzt, wo die ganze hohe Vegetation hier anwesend ist, fühlt sich das auch noch viel echter an. Jetzt macht das ganze Gezirpe und so richtig Sinn. Ja? Und die ganzen riesen Krabbelfiecher und so machen jetzt auch noch viel mehr Sinn. Hier in dem ganzen Sträuchern, da kann ich mir gut vorstellen, wie sie da herangezüchtet werden von ihren Ahnen. Da wundert mich gar nichts mehr, wenn ich mir anschaue, wie alles zugewuchert ist. Ich find's ja schön, ich mag auch zugewucherte Gärten und so ein Shit. Da gedeiht natürlich allerhand Ungeziefer. Das meiste Ungeziefer ist übrigens nützlich, ja? Weil es anderes Ungeziefer frisst Biodiversität. Das ist wie mit der Darmflora, was ich erklärt habe. Je mehr Bakterien da drin sind, desto besser ist es eigentlich. Je mehr Viecher in eurem Garten sind, desto besser ist es auch. Steriler Rasen ohne Leben. Nee, Mann, das ist gar nicht so gut. Aber darüber werde ich bestimmt mal auf meinem Outdoor-Kanal auch mal Videos machen, wenn ich mal einen Garten betreibe oder so. Wir werden sehen. So, Mendarion, wie läuft's? Wie läuft's? Hör mal, seltsam, findest du nicht? Hm. Diese Teleportersteine scheinen nicht zu funktionieren und trotzdem hört man sie so. Obwohl sie nicht aktiv sind, ruht trotzdem eine gewisse Energie in ihnen. Ach, trotzdem sogar, ja krass. Das hätte ich natürlich nicht gedacht. Was muss man denn tun, um sie zu aktivieren? Was glaubst du, müsste man tun, um sie zu aktivieren? Ich habe da so eine Ahnung. Ich brauche nur noch einen Beweis für meine Vermutung. Hau raus. Ich hatte schon vor Tagen so ein Gefühl, als hätte ich die Bauweise dieser Objekte schon früher einmal gesehen. Ich schätze, wir müssten ihnen eine verdammt große Menge an magischer Energie zuführen, damit sie wieder ihren Dienst verrichten. Ja, Teleportplatze. Wo hast du schon... Ich weiß es doch. Wo hast du diese Teleportersteine schon mal gesehen? Du bist doch damals auch in der Strafkolonie gewesen. Yeah. Sind dir diese Steine niemals aufgefallen? Ich bin ziemlich sicher, dass man sie heute noch dort finden kann. Ja klar, die sind auch noch da. Was treibt diese Teleportersteine an? Die Erbauer waren ein sehr weit fortgeschrittenes Volk.
Sie haben sich Eigenschaften der Magie zunutze gemacht, wie wir es noch nie gesehen haben. Ein Netz von Teleportersteinen wurde aufgebaut, das die Erbauer schnell von einem Ort der Stadt in den anderen bringen konnte. Die Steine hier bilden offenbar eine Art Zentrum. Naja, noch nie gesehen haben, ist ein bisschen falsch. Was könnte genügend magische Energie dafür aufbringen? Da fällt mir nur eins ein. Ein magischer Fokus. Ich meine einen der 5 Fokussteine, mit deren Hilfe damals die magische Barriere im Minental erschaffen wurde. Soviel ich weiß, hast du sie für uns vor einiger Zeit wieder beschaffen müssen. Ja, ich kann mich erinnern. Wisst ihr, was heftig hier ist? Die Fokussteine abziehen, ins Minental rennen und dann alleine eine neue Barriere erschaffen. Schlärfer ist der Zweck, der kann die Erschaffung nicht. Die armen Paladine hocken dann gefangen dort drin. Da steht eine neue Strafkolonie aus Paladinen und Orks. Du sagtest, du brauchst einen Beweis für deine Vermutung. Man müsste einen magischen Fokus an diese Teleportersteine anschließen. Aber ich wüsste nicht wo. Ich weiß wo. Wo sind die Fokussteine heute? Sie sind mir anvertraut worden. Ich soll sie verwahren, bis wir wieder Verwendung für sie finden. So wie es aussieht, ist das jetzt soweit. Okay, her damit. Ich habe genug gehört. Her damit. Gib mir einen Fokusstein. Ich will versuchen, ob ich die Teleporter zum Laufen bringe. Na gut, aber pass gut darauf auf, hörst du? Saturas würde mich köpfen, wenn wir sie verlieren. Oder wenn ich jetzt damit abhau und heimliche neue Barriere erschaffe. Nicht umsonst wurde ich in Gothic 1 schon so ein krass mächtiger Magier. Dieses Werk setze ich jetzt fort. Wer die Barriere mit seiner Gedankenkraft zerstören kann, kann sie auch mit seiner Gedankenkraft wieder aufbauen. So, das ist eine Steintafel. Vielleicht ist ja eine Lebensenergie 1. Dun, dun, dun. Nee, ich glaub's nicht, ey. Lebensenergie 2 und 3 habe ich gerade mal. Hey, was soll die Scheiße denn? Was schleicht da hinten in den Ruinen rum? Ratten? Ich dachte eigentlich, ich hätte hier ordentlich aufgeräumt, aber ein paar von den Viechern schaffen es scheinbar immer am Leben zu bleiben. Gerade noch so von Biodiversität und dann so, alle Viecher sollen sterben. Hier darf nichts mehr rumkrabbeln. Machen wir fertig. So, mal gucken, was diese Lektüre hier an Wissen offenbart. Ja, leider gar nichts. Ciao. Ja, allein dieser Trichter von Kragen hier ist schon geil an dieser Rüstung. So, wer weiß, wenn ich da oben letztes Mal was übersehen habe, kann ich vielleicht auch hier in diesen geheimen Ecken irgendwas übersehen haben. Hier kann man ein extrem schmales Auto gut reinparken. Ja. Boah, Alter, zersplitterte Menschen. Welch üble Machenschaften. Hier stelle ich den einfach drauf, den Fokus. Oh, fix. Oh. Ah, dieses Azurblau ist so geil. Das sticht direkt tief hinein in meine Seele. Das ist hypnotisierend, seht ihr das? Das ist wirklich hypnotisierend. Kennt ihr dieses Hypnotisierende von dieser Farbe? Oder ist euch sowas scheißegal? So, wenn euch sowas scheißegal ist, dann empfindet ihr die Welt grundlegend anders als mich. Kann ich jetzt schon mal gleich sagen. Wenn nicht, dann vielleicht nicht unbedingt. So, halt. Bist ja gar nicht du. Ich muss ja zu... Ich glaube, Briordian ist es. Aber mit Sicherheit weiß das natürlich auch nicht. Medarion kann natürlich auch sein, ja. Ich habe einen der Teleportersteine aktiviert. Das sehe ich. Habe ich also doch recht gehabt. Ich habe mit den anderen schon darüber gesprochen. Ja, wir wollen, dass du versuchst, alle Teleportersteine zu aktivieren. Es wäre bei unseren Nachforschungen eine große Hilfe, wenn wir schnell von einem Teil der Stadt in den anderen gelangen könnten. Hier hast du einen weiteren Fokusstein. Aktiviere sie alle, wenn du kannst. Mike. Ich werde es versuchen. Mach mal fix. Kannst du? Ich kann dir zeigen, wie du deine magische Kraft erhöhst. Ja, wichtig, Mana-Lehrer. Okay, gut. Ja, da drüben Runenlehrer. Jetzt frage ich Kronos mal noch. Da hat er gesagt, er wird sie mir überlassen, die Karte. Das klingt so nach kostenlos absahen. Ne? Schau mal. Oh, da hinten ziehe ich mal seinen fetten Zauberstab rein, Mann. Respekt, ne. Der will dafür Geld.
Aber vielleicht wieder, wieder null Geld dafür. Schauen wir mal. Ne, 250. Kann er knicken, der Kronos. Ich habe 1080. Jeder Content Creator denkt bei 1080 natürlich sofort an eine Videoauflösung. Geht gar nicht, dass man da nicht dran denkt. Ja, okay, halt. Ich will immer noch die Fischerleiche reinziehen. Haben sie gesagt, dass da einer rumliegt da unten. Den will ich mir noch reinziehen. Das wäre grob fahrlässig, diese Info einfach so links liegen zu lassen. Aber zum Banditen selbst werde ich noch nicht runtergehen. So. Geizkragen-Taktik. Übrigens, ich habe neulich im echten Leben habe ich die Geizkragen-Taktik auch auf die Spitze getrieben. Ich bin ja gerade krank. Und ich... Scheiße. Gerade jetzt, wo ich eine Story raushauen will. Es darf einfach nicht wahr sein. Okay. So, zurück zu meiner Story. Die Geizkragen-Taktik im echten Leben. Ich verwende nämlich zum Naseputzen, wenn ich gerade krank bin, weil ich Toilettenpapier. Weil ich überhaupt nicht einsehe, dafür extra Taschentücher zu kaufen, ne? Jetzt war ich neulich draußen eine Weile unterwegs, einkaufen und so weiter. Hatte ich natürlich auch keinen Bock, mit einer Klopapierrolle durch die Straßen zu rennen. Habe ich mir einfach einzelne Stücke abgerissen und in die Jackentasche gesteckt. Und ich würde mal sagen, das ist die Geizkragen-Taktik Deluxe auf die Palme getrieben, ne? Das ist auf die Spitze getrieben, meine ich natürlich. Auf die Palme bringen und auf die... Oh, wie sieht das krass aus? Ah, und dann noch dieser blaue Pilz dazwischen, den ich gerade gepflückt habe. Oh. Sumpfexpedition im echten Leben, oder was geht ab? Ja, und wer faucht hier so frech rum? Was kann ich glauben, dass du ungeschoren davon kommst? Nee. Wo? Da, Warane. Boom, 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 boom. Hey, ich hab gesagt, boom. Fuck. Na gut, Zauberstab. Deine Zeit ist zu Ende, Echse. Ja, richtig gehört. Okay, die Klauen dieses Varans nehme ich mit Freuden ab. Ey, das ist ja ekelhaft. Hier liegt der William. Der tut mir echt leid. Das ist nämlich der Kumpel von Farim, dem Fischer aus Korinnes. Und seine Botschaft werde ich jetzt mal lesen. William. Wenn der Mond in vollem Licht steht, wird die Wache abgelenkt sein. Schleich dich raus, aber sei vorsichtig. Wenn du den Knüppeldamm folgst, kannst du den Sumpf verlassen. Das Piratenlager liegt auf der anderen Seite des Tals im Westen. Von dort sollte es dir am leichtesten sein, mit dem Boot zu entkommen. Jemand, der es gut mit dir meint. Wer auch immer diese Nachricht hier geschrieben hat, hat wohl nicht vorhergesehen, dass William in dieser Hütte hier ein bisschen Pause macht. Und dann ein paar Varanen in die Hände rennt. Das Bittere ist natürlich extrem bitter. Er hat es wohl scheinbar echt geschafft, aus dem Lager zu entkommen. Und wurde dann trotzdem noch von den Viechern zerfleischt. Oh, so eine traurige Geschichte. Traurige Geschichte von William. Da könnte man auch einen Gothic-Fanfilm machen. Wie er erst so entführt wird aus Korinnes so. Und dann Highlight, wie er flüchtet. Yeah, wuhu! Und dann am Ende doch, zack, abgeschlagen. Ach, das ist ein Razor. Okay, mal gucken, wie stark Feuerbälle gegen den sind. Aber erst muss ich mir noch ein paar Klopapierstücke in die Jackentasche stopfen. So, zack. Jawohl. Und raus mit der neuen. Ich glaube, diese Folge werden noch mal etliche... Ah! Oh, scheiße, ey. Ja, ist halt kacke, wenn ich einfach gar nicht dazu komme, anzuvisieren, Mann. Boah, ich habe ganz vergessen, dass ihr den Akrobatik-Bonus habt. Dadurch kann ich ja viel schneller flüchten. Wieso konnte ich ihn denn gerade nicht anvisieren? Was soll das? Ich höre sein Geschmatze schon wieder auf 1000 Fuß gegen den Wind. Ich will dich anvisieren. Aber wahrscheinlich, weil ich den scheiß Feuerball einfach gar nicht boah, das Schreien.
Klingt wie ein rostiges Auto, wenn die draufgehen. Gut, Riesenratte. Deine Keule geht auch an mich. Hier gibt es noch ein paar lecker Heidelbeeren. Mmh. Oh, in Skandinavien alles vollgewuchert mit Heidelbeeren. Na. Ho, 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 ho. Ja, zur Vorsicht kippe ich mir direkt nochmal einen rein. Scheiß auf Geizkragen. Ja, es ist sowieso. Es war nicht mal jetzt hier ein Verzicht auf die Geizkragen-Taktik, weil es noch nicht mal voll wurde dadurch. Ja? Oh, die Levee-Brände sind schön. Halt, ohne Stab wär's voll geworden. Also, ja, naja, gut, scheiß drauf. Das will ich mir einmal nochmal gesondert reinziehen, wie ich hier von oben langsam Schrittes runterkomme und dann in die Nesseln eintauche. Hier könnte man direkt schon wieder ein Gameplay-Showreel mit dieser Mod machen. Kein Schwanz will mir glauben, dass das hier Gothic 2 ist. Zieht's euch rein. Boah, hm. Zum Glück habe ich schon diese ganze Magie, wodurch ich jetzt auch Fangheuschrecken und so weiter. Boah, sieht das nicht krass aus, wie die Viecher zwischen den hohen Brennnesseln sind. Ich finde, das sieht ultimativ krass aus. Kaum zu glauben, Mann. Auch die Beleuchtung und so durch den Renderer. Die Beleuchtung und die Vegetation in Kombination miteinander. Ultimativ. So, zwischen diesen Ahorn und Blättern verbirgt sich jener Trank. Hier könnte ich jetzt einfach wieder hochstiefeln. Ich weiß nicht, wenn ich es nicht tue, welche Pflanzen ich mir hier Lappen gehen lasse, aber ich werde es an einem anderen Tag rausfinden. Auf jeden Fall hätte ich mir unten diese Weidenbeere durch die Lappen gehen lassen, wäre ich hier nicht lang gegangen. So, okay. Trank rein. 9 raus. Nein, 10 raus. Ah, ne, 8 raus. Okay. Ah, die weicht mir aus. Das finde ich nicht okay. Finde ich überhaupt nicht okay. Okay, sagen doch irgendwelche Charaktere auch in Gothic, oder? Ich habe gerade überlegt, ob das Wort okay in Gothic vorkommt und ja, kommt vor. Dumm. Ja. Ha, die sind loyal, die wollen ihre Freundinnen rächen. Die fangen Heuschrecken. Die leben im Heu und fangen. Drum heißt sie Heu. Ah ne, die leben im Heu und erschrecken Leute. Drum heißt sie Heuschrecken. Die Schrecken, zu denen gehören auch Gottesanbeterinnen, von denen hier, die ja ganz offensichtlich inspiriert wurden. Oh. Ich kann mich an dieser Schönheit einfach nicht satt sehen. Ha! So, und da drüben ist auch schon der allererste Pirat. Und mit denen soll man ja reden, wie es jetzt schon mehrfach geheißen hat. Und da ich nicht nur großer Bewunderer dieser Pilze bin, die einfach lustig aussehen, sondern natürlich auch auf den Rat der Wassermagier vertraue, werde ich das auch tun, aber man sollte so einer Konfrontation gestärkt entgegentreten, deshalb Keulenalarme, halt, ne, Keulen, erstmal Keulen aufbrauchen, weil die geben am wenigsten die Butlerfleisch danach aufbrauchen. Gerade in ruhigen Momenten, in denen ich es mir erlauben kann, mir ein bisschen Zeit zu lassen. So wie jetzt nehme ich mir diese Zeit auch einfach für den KK, den Keulenkonsum. Sehr gut. Hä? Wer bin ich? Was soll das? Gerade war dieser Safe so schon irgendwie benannt, obwohl ich die nicht benannt hatte. Jetzt ist er schon wieder benannt. New World. Warum werden die benannt? Ich mach das nicht. Was soll das? Ich sehe es überhaupt nicht ein, ey. Mal schauen, ob er jetzt schon wieder. Edda! Hallo! Wer benennt die hier denn die ganze Zeit? Kann mir mal verraten, woran das liegt, dass die selbst sich hier von alleine benennen? Nicht zu glauben. So. Hi. Was bist du denn für einer? Du siehst nicht aus wie die anderen. Welche anderen? Na, die Magier, die sich da drüben bei den Ruinen herumtreiben. Gehörst du etwa auch zu dem Verein? Ziemlich mutig von dir, hier alleine rumzulaufen. Ich weiß. Ich bin ja auch ziemlich mutig. Wer bist du? Du hast sicher schon von mir gehört. Ich bin Alligator Jack. Gefürchtet im ganzen Land.
Ich gehöre zu den wohl gefährlichsten Piraten in dieser Gegend. Mit unserem Kapitän Greg haben wir mehr Handelsschiffe geentert, als ich zählen kann. Du stehst hier sozusagen vor einer lebenden Legende. Ja krass, Mann. Jetzt habe ich schon Respekt, aber es behauptet irgendwie jeder Pirat so, wow, ich bin dieser eine legendäre Pirat, über den alle reden. Wo ist euer Piratenlager? Siehst du den Höhlendurchgang da drüben? Wo? Wenn du da durchgehst und weiter nach Westen gehst, kommst du früher oder später zu unserem Strand. Da haben wir unsere Blockhütten. Wenn du willst, kann ich dich hinbringen, wenn du mir einen Gefallen tust. Und das wäre? Bevor ich zum Lager zurück kann, muss ich erst noch Fleisch für die Jungs besorgen. Du bist ein kräftiger Kerl. Ich könnte deine Hilfe bei der Jagd gebrauchen. Vor allem bin ich auch interessiert? Zauberer, klar helfe ich dir. Was denn? Was jagst du denn? Normalerweise nur Alligatoren. Aber die kann man nicht essen. Außerdem gibt es hier in der Gegend auch gar keine mehr. Also nehme ich das, was da ist. Sumpfratten. Was? Die meisten Viecher, die es hier gibt, schmecken wie eingeschlafene Füße. Oder sind zäh wie Alligatorfleisch. Die fetten Sumpfratten sind das Einzige, was einigermaßen genießbar ist. Naja, es gibt ja sogar Alligatoren, die man sich hierher cheaten kann, aber die wurden aus dem Spiel verbannt. Kein Wunder, gibt's keine mehr. Das ist wahrscheinlich ausgerottet, stimmt's? Jetzt hauen wir ein paar Storys raus. Erzähl mir mehr über euch, Piraten. Wir leben hier schon seit Jahren. Damals, vor dem Krieg, kannte uns jeder von hier bis zum Festland. Allein unsere Flagge verbreitete Angst und Schrecken unter den Kauffahrern. Aber die Zeiten sind nun vorbei. Schon seit Wochen haben wir kein Handelsschiff mehr vor dem Bug gekriegt. Unser Kapitän Greg ist los und versucht nochmal eins zu erwischen. Wir anderen sitzen in unserem Lager und drehen Däumchen, bis er wieder da ist. Hoffentlich bringt er fette Beute mit. Junge, ich bin deinem Captain begegnet. Euer Captain heißt Greg? Richtig. Er ist der größte Pirat, den die See jemals hervorgebracht hat. Wie jeder Pirat. Ich glaube, ich kenne euren Captain. Er ist mir in Korinnes begegnet. Greg? In Korinnes? Unsinn. Greg ist mit einigen Jungs auf großer Fuck you, Alter. Das Einzige, was Greg nach Korinnes bringen würde, wäre eine Sträflingsgaleere des Königs. Du hast keine Ahnung. Er ist einer der meistgesuchten Männer im Land. Freiwillig geht er bestimmt nicht in die Stadt und lässt sich von der königlichen Garde in den Kerker werfen. Wenn du Alter, wie mich deine Unwissenheit nervt. Ja, der Held ist viel gelassener als ich in dem Punkt. Kennst du einen Kerl namens Raven? Na klar, er ist der Anführer der Banditen im Osten. Was willst du denn von dem? Ganz ruhig. Tja, abkratzen lassen. Ich muss ihn töten. Was denn, du? Wie willst du das denn anstellen? Ist der Kerl nicht eine Nummer zu groß für dich? Du kommst ja nicht mal an ihn heran. Die Banditen, die er um sich geschart hat, werden dir vorher das Fell abziehen. Du kommst doch noch nicht mal an ihren ersten Vorposten vorbei. So wie du aussiehst, kriegen die Banditen doch schon das Jucken in den Fingern, wenn sie dich von Weitem sehen. Ich hab eine bessere Idee. Du kommst mit zu uns. Und da denkst du erstmal gründlich darüber nach. Nachdem du erstmal unseren guten, selbstgebrannten Rum probiert hast, sieht die Welt schon ganz anders aus. Er glaubt echt, ich bin Alki. Ich brauche eine Banditenrüstung. Was willst du denn damit? Die bringt dir nur Ärger ein, wenn du dich damit irgendwo sehen lässt. Jeder wird dich für einen Banditen halten und versuchen, dich zu töten. Der Typ ist so ein richtiger, probierst, ihr macht zwar einen auf Alligator Jack und großer Abenteurer, aber in Wahrheit voll der Schisser. Hört sich gut an. Ja, aber nur für jemand, der lebensmüde ist. Das ist mir so egal, Mann, was du sagst. Hast du eine Ahnung, wo ich eine solche Rüstung finden kann? Wir hatten mal eine bei uns im Piratenlager. Aber ob sie noch da ist, weiß ich nicht. Gibt nur einen Weg, das Ross zu finden. Lass uns jagen gehen. Gut. Zu zweit ist es ein Kinderspiel. Bist Du bereit? Aber immerhin, der Typ hat nur mein Bestes im Sinn, will mir helfen. Trotzdem nervt mich seine Unwissenheit. Egal, los geht's. Ja. Gut. Bleib mir einfach auf den Fersen. Mach mal fix. Guck mal, da unten auch die Details am Ende von dem Zauberstab, von dem Klumpen da links unten. Sehr das. Krass. So, ab geht's. Viecher jagen.
Ja, ne, der Feuerball ist doch auf der neuen. Was rede ich denn davon? So, ich will mal kurz gucken, ob ich auch die Erfahrung kriege, wenn er die Kills macht. Werden wir gleich mal sehen. Schwing, Alter. Ah. So. Ja, hä, habe ich die jetzt bekommen, die Erfahrung, oder nicht? Ich sehe das nicht, weil da stand noch Erfahrung 50. Und entweder das war schon das nächste Erfahrung 50, was das andere überblendet hat, oder eben nicht. Ja. Ah, oh, wie schön alles hier ist. So muss Jahrkinder aussehen, so zugewuchert, dass man überhaupt nichts mehr erkennt von der Welt. Ja, da oben will ich später alles durchforsten. Habe eh noch einiges vor mir in Jahrkinder. Na, na. Na, 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 na. Lecker Pilze. Halt! So, jetzt wollen wir gleich mal sehen, wie inwiefern er... Ja, ich krieg die Erfahrung, ja. Ein Mist viel weniger. Ja, sogar zwei. Aber zwei impliziert natürlich auch eins. In zwei ist eins drinne. Halt. Halt, stopp. Hast du mal die Höhlen hier gesehen? Nee, hier sind gar keine Höhlen. Ich laber scheiße, tut mir leid. Aber... Hast du mal die Höhlen da drüben gesehen? Die zeige ich dir jetzt mal. Du magst hier vielleicht der King der Piraten sein. Ah! Aber ich habe auch schon geheime Ortskenntnisse über Jahrkinder, von denen du nur noch nichts... Ah, hier Viecher! Von denen du nur noch nichts weißt. Aber schau mal, ich zeig dir jetzt mal gleich, was hier für geheime Höhlen kennen. So, mal schauen. Er ist noch da. Ich will nur verhindern, dass er außer Sicht gerät. Schwarze Goblin. Goblin-Krieger. Ah! Gut. Was in der Höhle da lauert, ob Jack mit sowas fertig wird, das seht ihr das beim nächsten Mal. Bis dann. Wünsche euch das Beste, was euch passieren kann. Gebt gerne einen Daumen hoch. Ciao.